You got this. Eine einsame ältere Frau und ein Mann im Gefängnis. Casey war wegen Mordes angeklagt und sie wollte ihn retten. Klingt für mich wie aus einem billigen Liebesroman. Jede Frau will sich geliebt fühlen. Wir stuften Casey als sehr gefährlich ein. Oh Gott. Sie vertraut ihm. Vicky, was hast du getan? Vicky. Ihr Beruf war ihr Leben. Ich habe gefragt, wann sie in Rente geht. Und sie sagte, bald, mit Pauken und Trompeten. Casey White ist ein Aufschneider. Vicky und Casey sind morgens losgefahren und nicht zurückgekommen. Es ist doch logisch, dass man nicht so eine Nummer durchziehen und dann glücklich bis ans Ende seiner Tage leben kann. Der Ausbruch war geplant. Manchmal hat er mich angehauen. Wie schreibt man das Wort hier? Hinreißend. Er hat auch Briefe adressiert. Sie hatten auch Telefonsex. Ziemlich oft sogar. Sie kannte die Risiken. Das war ihr egal. Sie fing an, Fehler zu machen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir einen von diesen Fehlern nutzen konnten. Zu wissen, dass sie mit diesem Typen unterwegs ist und was er ihr antun könnte. Am liebsten hätte ich sie gepackt und geschüttelt, bis sie zur Besinnung kommt. Das waren zwei Menschen mit unterschiedlichen Leben, die sich verliebt haben. Oh Gott, der bringt sie um.